Hallo liebe Zielgruppe zum neuen Video hier bei Kreuzfahrtbulli. Heute wollen wir euch mal den Pössl Summit Prime vorstellen. Das ist der 640, also das heißt, das ist der längere von den beiden, und zwar hat der auch Längsbetten. Und ja, was so das Besondere hier eigentlich an diesem Fahrzeug ist, zumindest für mein Empfinden, ist das tolle Panoramadach. Kommt einfach mal mit rein. Wir haben nämlich nach vorne ein super tolles Panoramadach, was nochmal in dieses ganze Fahrzeug einen ganz anderen Raumgefühl und vor allen Dingen mehr Licht reinbringt. Finde ich persönlich mega cool, eine tolle Sache, was sich da Pössl überlegt hat. Und ja, das bekannte Cockpit, sage ich mal, was jeder kennt aus dem von Fiat. Das ist jetzt Aufbau auf einem Fiat, den kriegt man aber auch als Citroën. Unterschiedliche Maschinen. Bei Citroën ist es die 140 PS und die 165 PS. Bei Fiat ist es die 120 PS, da fängt es halt dann an. Und die 140 PS, und dann haben wir noch die 160 PS und ich glaube die 178 oder sowas. Genaueres können wir euch nochmal einblenden dazu. Ja, die Dinette. Wir haben wieder einen schönen ausfahrbaren Tisch. Also, das heißt, ein Klick, zack. Und schon ist der Beifahrer dann auch mit sozusagen angebunden an den Tisch, dass der sich nicht einsam fühlt. Ja, das Ganze hier ist optional nochmal runtersetzbar, also das heißt auf diese Schiene nach unten. Und somit hast du nochmal eine Bettverlängerung oder beziehungsweise ein drittes Bett in diesem Fall. Ja, gehen wir mal weiter. Hier unten haben wir die ganze Technik drinne. Also das heißt, ist ganz gut ranzukommen an Sicherungen und so weiter. Fächer im Boden. Und da haben wir dann auch nochmal Ablasshähne. Wir haben diesen mega coolen Kühlschrank. Der ist natürlich zu zwei Seiten öffnebar. Also einmal in die Richtung. Sozusagen ein Swing-Kühlschrank. Kompressor von Dometics. Dann haben wir noch ein Brettchen. Was ich ganz gut finde, ist schön stabil. Okay, gut, das ist wahrscheinlich Vorführeffekt hier. Normalerweise ist das wahrscheinlich dran. Also das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, auch noch was abzustellen und die Küchenzeile zu verlängern. Ansonsten, ja, das System, ich stelle die mal an der Seite. Hier mit zwei Flammen und Waschbecken gleich in eins. Wir haben keine Piezo-Zündung, also das heißt, die muss hier extra gemacht werden. Die Hebel sind wahrscheinlich abmontiert worden. Was man natürlich aufpassen muss, ist dabei. Man will sich ja nicht den Wasserhahn kaputt machen. Also von daher sollte man vorsichtig sein beim wieder runterklappen oder beim auch hochklappen. Ist ja das gleiche Problem. Steckdosen haben wir hier 12 Volt und 230 Volt. Für ja, hier sieht es nicht so ganz danach aus. Fächer sind halt hier auch ordentlich da. Was auch richtig gut ist, ist die Ambientenbeleuchtung hier drumherum. Richtig gut gemacht. Hier oben genauso. Also das gesamte Fahrzeug hat ein tolles Lichtkonzept. Ja, Schubladen für die Küche. Bestecke, Töpfe, Teller und so weiter. Wir haben jetzt hier noch einen Apothekerschrank sozusagen, also der ist ein bisschen breiter. Hier drüber ist es, glaube ich, nichts. Und ja, dann gucken wir uns mal das Bad an. Was ich persönlich richtig gut finde, ist, du hast die normale Toilette und so weiter, hast hier auch einen Schrank für deine Klamotten und so. Aber was ich hier richtig gut finde, ist, du hast ein Schwenkbad. So, einmal zur Seite geklappt. Zack. Und schon hast du eine komplette Duschabtrennung, ohne dass es jetzt, sage ich mal, ja, zur Toilette und dass man noch irgendwas abhängen müsste. Das Ganze ist hier mit so einem Vorhang, also mit so einem Jalousie-Vorhang oder Jalousie-Dings gemacht. Zwei Abflüsse. Vielleicht wäre der eine Abfluss wahrscheinlich in einer anderen Ecke besser gewesen, würde ich jetzt sagen. Ich gehe jetzt nochmal zur anderen Seite. Ne, zur linken Seite haben wir keinen Abfluss. Das heißt, dort würde das Wasser dann stehen bleiben, wenn wir halt, wenn man mal schräg steht.
Aber zwei Abflüsse auf jeden Fall schon mal ganz so schlecht. So, dann haben wir hinten. Bis hier. Ich mache einen kurzen Break, ich muss mal mich reinstellen. Ich muss mich mal reinstellen, weil ich habe 1,88 Meter. Ja, okay. Und, naja, das wird ganz schön eng. Das weiß ich gar nicht. Das Dach machen wir mal zu. Ja, also ich muss im Dach duschen. Also. Ja, das heißt Haare waschen in gebückter Haltung. Naja, das geht aber. Aber sonst. Ich habe Bewegungsfreiheit, also ich ist ja jetzt noch nicht mal das. Es ist ja noch nicht die Dusche, das heißt, wenn man dann das umklappt, dann hat man das ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Freiheit. Aber das würde für mich mit meinen 1,88 auf jeden Fall gehen. Es reicht aber, um rumzulaufen. Jo. So, jetzt kommen wir zu den Betten. Gut. Bei den Betten haben wir hier einen Kleiderschrank. So, was wir natürlich hier auch haben, sind Gewürzregale. Also das heißt, jede Menge kann man hier ein bisschen abstellen, was dann auch nicht gleich rausfliegt, das ist ganz gut. Hier oben Unterschränke halt genauso unter den Oberschränken. Sonst relativ gute Tiefe. Also das heißt, für ein Gläser und so weiter kann man da sehr gut unterbringen. Wir haben überall hier eine Ausschäumung oder so eine Fließdingens, genauso wie eine Fließdecke hier oben. Also sehr angenehm, tolles Raumklima da, dadurch auch. Ja, Betten, das Bett hat 2 Meter, das muss ich nochmal nachgucken, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Also ich glaube um 2 Meter liegt das und das hier ist dann um 1,85 oder sowas rum. Für Klamotten jede Menge Schlauchfächer, was ich auch sehr gut finde ist, gut. Die muss man natürlich zumachen, bevor man das hintere Fach aufmacht. Aber was ich gut finde, ist, dass wir das hintere Fach halt haben. Getrennt, also was heißt getrennt? Das ist durchfassbar, aber zumindest ist es in der Mitte nochmal ein Trenner drin. Linke Seite das gleiche. Eine Dose haben wir noch für ja, irgendwelche Elektro-Sachen, die wahrscheinlich noch benötigt da auf jeden Fall wird. Sonst haben wir Fenster hinten und zu den Seiten. Also das bringt dann ein bisschen mehr Licht, vor allen Dingen auch bringt es Luft rein in das Fahrzeug und natürlich oben das Schiebefenster genauso. Alle Fenster, egal wo im Fahrzeug, haben Fliegengitter, als auch die Verdunklung, also von allen Seiten sozusagen nutzbar. Ja, unterm Bett ist noch ganz interessant, da haben wir natürlich noch Schubladen bzw. Kisten. Darunter auch noch, also Staufächer für diverse Sachen, vielleicht Getränke oder sowas. Und was wir auch noch haben, ist dort ein kleines Seitenfach. Ja, das ganze Bett hier kann man auch hochklappen zur Seite. Dort haben wir dann Wasserhähne und also das heißt Gasanlage auch. Und dann schauen wir uns noch mal. Hier hinten ist auch noch ein kleines Fach drin. Der Marcel, der testet noch mal das Bett. Genau. Er ist 1. Ich bin 1,88 und ja, das passt ohne Probleme. Also hier kann ich tatsächlich drin liegen. Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe sogar noch richtig Platz. Okay, die Tür ist jetzt aktuell noch nicht zu, aber das müsste tatsächlich passen, weil ich hier die, wo ich meine Füße zur Not raushängen kann, also auf dem Tisch würde ich nicht machen, aber hier, also das würde sogar tatsächlich für mich passen. Ich weiß nicht, ob Stefan hier reinpasst, das müssten wir dann gleich testen. Das teste ich nochmal. Ja, und dann gucken wir uns den Keller an. Ah, also ich bin 1,83 und passe hier auch sehr gut hin. Also wie man sieht, das Bett hat hier 1,86 meine ich, das genauere blenden wir nochmal ein. Aber das ist wirklich für mich super ausreichend. Das Ganze ist ja hier nicht mehr großartig verlängerbar, also das heißt, das ist dann Ende, aber ja, für zwischendrin reicht das auf jeden Fall aus. Schön weich das Bett. Ganz wichtig ist natürlich auch noch die elektrische Bedienung. Wir haben jetzt hier ein zentrales Bedienelement und auch noch dieses Truma, und zwar ist das sogar das bessere, das heißt das iNet Ready. Das ist schon sogar anbindbar an App und so weiter, App-Steuerung, also wird ja auch immer wichtiger im Fahrzeugen. Ja, genau. Hier ist nochmal der Hinweis dazu, weil es hier keinen Crash-Sensor gibt. Das heißt,
Bei Fahrtantritt muss natürlich die Gasflasche abgedreht werden. Oh, der Keller, der darf natürlich auch nicht fehlen. Also für mein Empfinden sehr viel Platz. Wir haben hier diese Verzurösen, die sind ja super, um ladungssicher dementsprechend zu unterwegs zu sein. Linke Seite sind die Gasfächer. Also wir haben hier keine Dieselheizung von Truma, sondern das ist halt eine Truma-Heizung, die mit Gas betrieben wird. Also deswegen auch zwei Gasflaschen. Optional ist natürlich auch ein automatisches Gaswechselsystem, kann man natürlich dazu kaufen. Wir haben hier ein Licht, wo der Lichtschalter ist, weiß ich auf Anhieb allerdings nicht. Gut, auf jeden Fall ist ein Licht da. Also es wird auch auf jeden Fall anschaltbar sein. Das Ganze hier ist auf einem Fiat aufgebaut, das hatte ich schon gesagt, Fiat Ducato. Und wir schauen jetzt uns nochmal die Außenanschlüsse an. Also von dieser Seite sieht man jetzt noch, dadurch, dass die Fahrzeuge halt relativ nah dran stehen, dass wir dort noch Stromanschluss haben. Wir haben die Toilettenentsorgung, also die Kassette von der Toilette und natürlich auch noch der Auslass der Truma Gasheizung. Und zur anderen Seite, auf der Seite, wie gewohnt, der Gasanschluss, der Wasseranschluss, die Wasserbefüllung. So, ich sitze jetzt in der Dinette. Fazit zu dem Video, zu diesem Pössl Summit Prime 640 auf einer Fiat Basis. Ich persönlich finde den vom Style her sehr, sehr cool gemacht. Gerade die Panoramadächer sind halt sehr lichtdurchflutend und sehr offen gehalten. Also ich mag es gerne, wenn ein bisschen mehr Licht ins Fahrzeug kommt. Und an sich die Fenster sind groß genug. Schlafbereich ist super. Wir haben einen tollen Duschbereich. Also das heißt, da fühlt man sich auch nicht beengt. Und vor allen Dingen, man hat nicht diese Duschvorhänge überall am Körper kleben. Wenn man klar mit gewissen Sachen nachhilft, dann geht das auch. Tolles Fahrzeug. Schaut es euch gerne mal an bei Pössl. Ist auf jeden Fall lohnenswert.